Der Diener eines Römers wird geheilt. Ein Wunder, das Jesus tat. Eines Tages kam ein Befehlshaber der römischen Armee zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Mein Diener ist schwer krank und wird wohl bald sterben. Jesus bot ihn an, mit ihm nach Hause zu kommen, um seinen Diener zu heilen. Der Befehlshaber lehnte das ab. Ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Er wusste, dass es jüdischen Menschen nicht erlaubt war, in das Haus eines Menschen zu gehen, der einen anderen Glauben hatte. Er fuhr fort. Ich weiß, dass du die Kraft hast, meinen Diener zu heilen, auch ohne dass du ihn berührst. Jesus war erstaunt über den großen Glauben dieses Mannes. Er sagte, in ganz Israel habe ich keinen gesehen, der so stark auf mich vertraut. Geh nach Hause, dein Diener ist gesund. In dem Moment, als Jesus das sagte, war der Diener des Befehlshabers sofort geheilt.